Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling. Mein Name ist die Ruth Sabine und dies hier ist das Reading für die erste Monatshälfte im Februar. Also vom 1. bis zum 15.2. möchte ich gerne mit dir gemeinsam schauen, welche Energien stehen dir zur Verfügung, was liegt noch im Unbewussten, was möchte gesehen oder geklärt werden. Und wir schauen tief hier schon auf Seelenebene und in der Fortsetzung, die es zu dem Reading hier geben wird, schauen wir dann nochmal mit Klärungskarten tiefer, welche Botschaften deine Seele dir noch zusätzlich zu den Informationen hier hinzugeben möchte. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Klick da einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Und lieber Zwilling, achte bitte auch darauf, dass das Ganze hier ein kollektives Reading ist und schau dir auch gerne die Videos zu deinem Mond-Venus-Aszendentzeichen an. So, lass uns direkt starten. Für Zwilling, 1. bis 15. Februar, was liegt im Jetzt für Zwilling? Wähle weise. Choose wisely. Das haben wir hier schon vermehrt auch gehabt bei anderen Sternzeichen. Das ist immer eine Karte, die dir anzeigt, zum einen, dass du unterschiedlichste Möglichkeiten hast. Zum anderen deutet sie aber auch auf die Illusion hin. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, entscheide ich richtig, entscheide ich falsch. Auch selbst das ist schon eine Illusion, denn du kannst gar nicht falsch entscheiden. Und selbst wenn du jetzt noch gar keine Entscheidung treffen kannst, ist auch das richtig. Deine Seele wird genau wissen, wann es Zeit ist, welchen Aspekt auch immer zu wählen, welchen Weg auch immer zu gehen. Und du darfst hier in dich hineinlauschen, in dich hineinhorchen, welche Impulse von außen dich dazu verleiten, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich nehme eure Energie heute sehr, sehr stark wahr, aber auch sehr, ich möchte schon fast sagen, schwankend. Mir ist innerlich schon so ein bisschen schwindelig. Von daher atme bitte gut durch, lieber Zwilling, und wisse, dass die Entscheidung sich öffnet, wenn der Moment da ist. So, was liegt hier in der Vergangenheit, hat womöglich einen Einfluss auf das Jetzt oder darf direkt losgelassen werden? Ich glaube eher, dass das Ganze einen Einfluss auf das Jetzt hat. Wir haben hier die Hohepriesterin und die Hohepriesterin sagt, vertraue deiner Intuition, vertraue deinem inneren Wissen. Und ganz ehrlich, der Kopf kommt da ganz oft überhaupt nicht hinterher und mag dann vielleicht auch hier in der Vorstellungswelt zu sein oder zu glauben, er müsse da Entscheidungen treffen. Und in dir kann es durchaus komplett still sein und du weißt, es ist noch nicht an der Zeit für deine Entscheidung. Oder für deine Wahl, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest. Und je mehr und je tiefer du in dein Inneres eintauchst, umso klarer wird dir, dass das Außen ja teilweise eine Illusion ist, dir unterschiedlichste Szenarien vorspielt und du dann doch ja gut in dir einfach verankert sein darfst. Was möchte sich denn hier in der Zukunft aktivieren? Was haben wir denn hier? Zwei Karten. Schauen wir uns mal an. Wir haben zum einen den Gehängten, also eine andere Sichtweise auf die Dinge. Aber auch, gerade wenn die Zeit jetzt sehr schnell wird und sehr
aktiv wird, hyperaktiv kommt mir sogar als Wort jetzt hier rein, dann gilt es umso mehr in dein Inneres einzutauchen, still zu werden und wirklich auch die Perspektive zu wechseln. Der Gehängte an dieser Stelle sagt mir ganz klar, wechsle die Perspektive. Schau dir dein Leben aus unterschiedlichen Positionen auch an. Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Ach, Suffering in Silence, das Leiden in der Stille. Und mir scheint hier das Licht gerade sehr stark auf diese Karte. Wir haben hier die neun Schwerter. Und die neun Schwerter spricht davon, dass dein Kopf eben sehr laut sein kann. Dass dir sehr viele Gedanken durch den Kopf gehen, dass unterschiedlichste Sichtweisen sich zeigen. Das können mitunter Ängste sein, die da hochkommen oder auch ja, Sorgen. Auf jeden Fall ganz viele Gedanken, die Albträume in der Nacht, die dich nicht schlafen lassen. Und auch hier der Gehängte, atme durch, komm in dir an, werde still in dir und nutze ganz bewusst auch deinen Atem, um deine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Das ist sehr aufwühlend hier, die sieben Kelche und auch die neun Schwerter. Und die Hohepriesterin wie auch der Gehängte sagen, werde still, komm in dir an, atme und wisse, dass du in dir göttlich geführt bist. Wow, lieber Zwilling, wir schauen mal weiter. Was liegt denn hier im Unbewussten? Dass all dem, was sich da in deinem Leben zeigt, eine übergeordnete Harmonie zugrunde liegt. Das finde ich sehr spannend. Guck mal hier, meine Karte ist angeknackst. Die Harmonie hier, männlich-weiblich in Balance. Wir haben die Liebenden. Auch hier gibt es diesen Aspekt von Balance. Männlich-weiblich in ausgeglichener Harmonie, gleichwertig. Aber auch der Aspekt der Entscheidung liegt hier. Denn auch wenn diese beiden Liebenden hier nahe beieinander stehen, die Entscheidung dorthin, dieses Zueinanderfinden, ich glaube, die darf noch getroffen werden. Also wir haben hier sehr viele Gedanken, die Intuition, die Illusion und ein veränderter Blickwinkel. Und von daher kann es auch sein, dass du hier auf Beziehungen einen neuen Blick bekommst. So, was ist dir denn bewusst? Was liegt hier im Bewusstsein für Zwilling? Was liegt hier im Bewusstsein? Ich muss mich noch mal eintunen. Ja, was liegt hier im Bewusstsein? Was ist dir bewusst? Dass hier gewisse Formen von Mangelthemen eine Rolle spielen können. Das jetzt nicht so schön, es spiegelt hier. Ich muss ja hier mal die Hand hinhalten. Ja, wir haben finanzielle, materielle Herausforderungen und du siehst die Ähnlichkeit zwischen beiden Karten. Wir haben hier fünf verschiedene Arme, die hier Richtungen zeigen. Du hast hier fünf Finger auf unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Materialien und keines davon ist wirklich im Ganzen da. Auch hier habe ich das Gefühl, dass wie eine Aufsplitterung da ist, eine Aufsplitterung der Energie.
Hier kann es sein, dass sich Mangelgefühle zeigen in dir, dass hier das Gefühl aufsteigt, nicht genug zu sein oder nicht zu wissen, wohin die Reise geht. Das ist auf der Bewusstseinsebene, also das ist dir bewusst, dass hier unterschwellige Themen an die Oberfläche kommen, die mit deinem Mangel zu tun haben. Mangel an materiellen oder finanziellen Energien, aber auch Mangel an Selbstliebe. Es geht um die Harmonie, um die Balance, um den Ausgleich in dir. Und wir schauen uns mal die Unterseite des Stapels an, denn diese Energie schwingt im Ganzen auch noch mit. Und wir haben hier wunderschön die 8 Stäbe, die Klarheit, die hier reinkommt und all das, was in deinen Gedanken einen Knoten verursacht, all das, was illusionär erscheint, all das, wo du im Mangel steckst, das kommt jetzt ans Licht, das kommt jetzt in eine neue Klarheit. Die 8 Stäbe sagen, es geht um Kommunikation. Vielleicht gilt es auch für dich, dass du dich jemandem anvertraust, dass Ideen und Gedanken einfach mal ausgesprochen werden, dass auch Fragen in dir ausgesprochen werden, dass du deine Gefühle kommunizierst. Denn mit der Klarheit, die hier kommt, folgst du definitiv deinem Stern, deinem Leuchtstern. Und ich möchte jetzt gerne auf der einen Seite das hier so stehen lassen. Es waren sehr viele Impulse und ich möchte gerne in der Fortsetzung jetzt noch mal tiefer schauen, wie du in diesen ganzen Gedankenkonstrukten des Mangels, der Unsicherheit für dich Klarheit findest, die Illusion zu durchschauen und schlussendlich hier eine klare Entscheidung treffen zu können. Und ja, da schauen wir jetzt tiefer hin in der Fortsetzung. Ich freue mich auf dich, lieber Zwilling, und ich sage einfach mal bis gleich.